So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play The Long Journey Home. Und ja, aber was soll ich sagen? Die letzte Folge hat ziemlich scheiße aufgehört. Denn, oh, wir sehen hier, Benoit steht gerade auf der Brücke. Passiert schon mal. Was ich eigentlich wollte, ist zeigen, Quartiere. Der gute Herr Simon Castillo hat sich wohl etwas eingefangen. Mizurani-Seuche. Man könnte es auch Space AIDS nennen oder was auch immer. Oh, was hätte wohl Machiavelli zu den Majorca gesagt? Brauchen sie keine Angst oder Liebe oder sind sie insgesamt stärker auf diese Liebe angewiesen als andere? Ja, Machiavelli, interessanter Kerl. Also, Niccolo Machiavelli war ein Philosoph, insbesondere Staatsphilosoph. Sehr interessant. Wobei der eine Art ethischen Egoismus des jeweiligen Landes vertreten hat. Ich stelle eine Liste an Schäden, der Schäden am Schiff zusammen. Höchste Priorität lautet Computer, Tankanzeige, defekt. Benoit, die Entrope, nicht besonders gut konstruiert. Ich hätte ihnen nützlichere Werkzeuge gegeben. Ja, ansonsten, wir haben ein bisschen was unserem Antrieb aufzufüllen, aber ich hoffe einfach, dass wir Kram jetzt gleich verkaufen können, denn... wo befinden wir uns? Da oben. Ich würde jetzt gleich noch erstmal kurz den Planeten da an der Seite anfliegen. Und dann zum Raumhafen. Am Raumhafen kann man hoffentlich Zeug verkaufen. Oh, dieser Gluckt-Eintreiber die ganze Zeit. Was will der von mir? Ist ja kacke genug, dass ich diese scheiß Mizurani mitgenommen habe. Also, jetzt aus Versehen natürlich. Das war ja keine Absicht. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir das mit dem Schiff noch schaffen werden. Also ich glaube, beim ersten Durchlauf werde ich dieses Spiel definitiv nicht schaffen. Aber schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ich da noch eine Runde dann anhängen soll. Ich habe eigentlich schon Lust drauf. Mir gefällt halt dieses Spiel. Es ist ein sehr atmosphärisches Spiel, wie ich finde. Auch wenn ich die vielleicht teilweise ein bisschen kaputt mache. Ja, mal schauen. Wenn ich zum Beispiel eine weitere Crew machen soll, oder also wenn ich nach diesem Spieldurchlauf, falls ich nicht ankomme, dann das nochmal neu machen soll. Sagt mir doch mal, was für Leute ich mitnehmen soll. Übrigens, da würden wir auch sehr viel anderes Zeug sehen. Okay, der Planet sieht jetzt nicht befallen aus. Bitte sag mir, dass man hier irgendwas Wertvolles findet. Phosphate und Eisen. Es gibt einen Wrack. Es gibt leider Blitze. Komm, wir probieren es. Wir wollen uns wenigstens das Wrack holen. Ich hoffe einfach nur, dass Simon keine Leute ansteckt mit dem Mizurani-Scheiß. Wir haben eine durchschnittliche Gravitation. Das heißt, da kommen wir relativ gut durch. Ich muss jetzt hier nur anfangen langsam zu bremsen. Die Kacke ist halt... Och, verdammt, die Blitze. Scheiße! Was war das denn? Ach, ich Idiot, habe auch vergessen, die Außenhülle vorher zu reparieren. Ich habe doch auch nicht viel... Sag mir, dass ich jetzt zum Wrack schaffe. Einspritzdüse verstopft. Na toll. So, versuchen. Ich bin beim Wrack gelandet. Sieht sicher zum Borden aus. Es gibt ein Problem. Mein Geigerzähler dreht gerade durch. Scheint ein Strahlungsleck auf dem Schiff zu sein. Ohne bessere Schutzausrichtung Rüstung komme ich hier unmöglich weiter. Also dann lassen wir es. Tut mir leid, aber ich muss leider zum Landemodul zurückkehren. Mein Raumanzug ist solchen Belastungen einfach nicht gewachsen. Dann versuche ich jetzt wenigstens noch kurz zu den Phosphaten zu kommen, weil die sind wenigstens wertvoll genug, dass wir wenigstens irgendwas von diesem Planeten mitnehmen. Schwein gehabt, aber nein, die Landung nicht. Na toll, jetzt hat der Kerl auch noch ein gebrochenes Bein, weil mich so ein scheiß Blitz erwischt hat und ich nicht mehr hoch düsen konnte. So. Hallo. So. Wir können bohren. Nee, Quatsch, das ist Eisen. Ach, Mann. Na gut, geht auch. Scheiße, unser Landemodul ist völlig im Eimer. Bei den Phosphaten können wir uns wenigstens vielleicht irgendwas kaufen und mit dem Eisen können wir es nachher wieder halbwegs reparieren. Ach, ich muss runter.
Oh, wieso funktioniert denn das nicht? Ach, so eine Scheiße, aber auch das, dadurch, dass die Düsen defekt sind, komme ich nicht tief genug runter. Außenhöhlen beschädigt ja, ich weiß. Lass mir Schub. Außenhöhlenschaden und Treibstoff. Jetzt sag mir nicht, dass das ausreicht, dass ich nicht mehr wegkomme. Boah. Oh Mann. Und das nur für so ein scheiß bisschen Eisen. Ach. Mist. Ich muss die Außenhülle reparieren, also. Vor muss ich mir ansehen, was da jetzt alles kaputt ist. Die Außenhülle, stark beschädigt, klar. Tankanzeige, also grundsätzlich minus 25% Treibstoffeffizienz, ist richtig kacke. Minus 15% Schubdüsenzuverlässigkeit hatten wir eben auch ein Problem. Und 30% mehr Hitzeschaden. Erstmal, das ganze Eisen kommt in das Landemodul, geht nicht anders. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Raumhafen. Also nicht Raumhafen, zum Sprungtor. Zum Glück gibt es als nächstes hauptsächlich Felsplaneten. Auf denen kann man günstig, kann man gut landen und man kriegt wahrscheinlich viele Mineralien. Ich glaube, nur Treibstoffe können problematisch werden. Boah. Uns bricht echt alles unter dem Arsch weg gerade. Aber so muss dieses Spiel sein. Ja. Ich muss sagen, ich habe auch eigentlich nicht so die sympathischsten Charaktere. Aber ihr könnt ja mal sagen, wen ich mitnehmen soll und was für ein Schiff ich nehmen soll und Landemodul und sowas. Weil ich glaube, so lange macht es diese Crew leider nicht mehr. Aber ich gebe mir Mühe. Und die Scheiße war, dass wir ja jetzt echt in diesem Gebiet so vielen Rucksack begegnet sind, dass wir auch einfach nicht mehr das Geld haben, um das Tor zu bezahlen. Ich hoffe, wir können das irgendwie ein bisschen was verkaufen. Mir vielleicht noch ein bisschen, also irgendwie die Außenhülle reparieren lassen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das bei dem Hafen möglich wird. Ich frage mich, wie viele Kinder die Reef pro Wurf bekommen. Ihre Repopulationsrate muss bei ihrem abenteuerlichen Lebensstil enorm sein. Ja, interessante Idee, die sie gut da hat. Ich wollte jetzt einfach mal schauen, wer diese anderen Glucks sind. Ich wollte doch gar nicht den Eintreibermensch. Ich wollte einfach nur wissen, was das für andere sind. Oder ist das ein anderer? Ach, ist der Eintreiber. Kunden, ihr steht nicht auf meiner Eintreiberliste. Möchtet ihr einen Vorfall melden? Habt ihr vielleicht Gerüchte gehört? So viel Gerede. Findet kein Ende. Verfolgt ihr einen bestimmten Zweck mit der Unterhaltung oder seid ihr nur einsam? Okay, das war ja der, mit dem wir vorher schon geredet haben. Das heißt, da haben wir unsere Gesprächsoptionen schon ziemlich genau ausgeschöpft. Oh Mann. Ach, was jetzt? Ah, jetzt bin ich da. Der rote Pfeil heißt halt, das Tor kann gerade nicht benutzt werden. Aber bitte sag mir, dass ich bei dem Kerl verkaufen kann. Tor nach Wellnebula. Willkommen, geschätzte Kunden. Seid ihr so bereit für die ultimative Reise durch die Sterne? Services Händler. 74, du willst mich doch verarschen. Sag mal vor 100. Also 104 in dem Fall. Akzeptiert, Handelsgüter übertragen. Ihr seid schwer zu knacken. Also die machen echt schlechte Preise, also los durchs Tor. Ja, seid ihr bereit, eure Credits zu transferieren? Ja. Credits erhalten, ihr dürft weiter. Können wir noch weiteres Zeug verkaufen? Ein Silikat für... Vergiss es. Wiedersehen, gute Kunden sind ihr Gewicht in Gold wert. Ihr in Silber, mindestens. Mann, ich hasse diese Gluckt. Diese Angebote sind echt richtig mies. Warum haben wir jetzt ein Medikit dafür ausgegeben? Aber immerhin kommen wir durch das Tor. Von
Dann haben wir gemerkt, mit den Lobos sollten wir nicht zu sehr feilschen. Die wissen genau, was die wollen. Die Flucht, die feilschen, glaube ich, ganz gern, aber trotzdem. Erstmal ab durchs Tor und wir schauen dann, wo wir landen. Immerhin, wir kommen immer näher zur Erde. Aber dafür ist unser Schiff auch schon fast im Eimer. Was ist das jetzt gerade? Potenzielle Fleischquelle entdeckt. Oh. Praktisch. Für den Fall, dass wir nochmal welche von den Dings finden. Was ist das überhaupt gerade? Ein brauner Zwerg. Okay, unten auf dem Felsplaneten. Also ein Haufen sind drei, aber okay. Gib mir ein verdammtes Medikit. Ich habe die Dinger schließlich bezahlt. Das haben wir verkauft, um hier hinzukommen. Vielleicht gibt es hier auch Treibstoff oder so. Ey. Boah, die Schwerkraft von diesem Stern ist zu hoch. Tödlich. Und nur für Carbonate. Hier gibt es auch sonst nur Wasserstoff. Das ist doch... Apropos Wasserstoff, ich tank mal auf. So. Ach, hier gibt es auf jeden Fall welche von den Reef. Mit denen verstehen wir uns ja so halbwegs. Vielleicht haben die Arbeit für uns. Oh nein, ein Mitsurani-Freundschiff. Der Planet ist verseucht. Nein, da lande ich nicht. Und ich fliege weiter. Ich will hier weg. Ich gehe nicht zu den Mitsurani. Also, scheiß drauf, dass das unsere letzte Ladung ist. Weg. Was haben wir hier? Nur Silikate. Wir brauchen am besten noch irgendwelche Metalle. Kupfer. Besser, wobei. Ja, die Gase wird es auf dem Gasriesen geben. Das wird schwierig bei unserem momentanen Ding. Da können wir uns nicht drauf verlassen. Das sind... Oh, das kann ich... Nee, nicht, kein Pulsar. Definitiv kein Pulsar. Ach, wir stecken richtig in der Patsche. Es gibt drei Felsplaneten. Da kann ich wenigstens so ein bisschen was suchen. Wichtig ist vor allem, dass wir Silikate und sowas, dass wir die Silikate holen. Das Eisen wäre auch ganz geil. Einfach, dass wir ein bisschen reparieren können. Na toll, ich habe das Gefühl, gleich geht wieder was kaputt. Ach ne, Simon Castillo hat nur weiter. Aber wir haben eine potenzielle Fleischquelle. Und uns folgt was, bitte sag mir, dass es kein Mitsurani-Freundschiff ist. Ach, diese Saison besonders beliebt, mild, süß und sauer. Ach ne, es ist was anderes. Aber es ist freundlich, es ist grün. Müsste was sein, was wir noch nicht kennen. Oh, seltsame Energiemesswerte. Waffen aus, Schild aus. Seltsame Energiemesswerte. 01100100110. Ich lese nicht weiter vor. Können wir denen was zeigen? Torkoordinaten oder so? Wie viel geblickt und Schwamm wischt dunkel? Was? W viel geblickt. Broschüre? W viel geblickt und Schwamm wie Stunke. Wer seid ihr überhaupt? Ach, jetzt wo weit Affen dumm schauen, langweilig. Wer sind die? Also, ich hatte die schon ein paar Mal. Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Mann. Ich werde mir jetzt mal ansehen, wie der Gasriese eingestuft wird von der Gefährlichkeit. Draußen ist ziemlich mitgenommen. Armes Ding. Umfassende Reparaturen scheinen mehr als angemessen. Haben wir nicht sogar... Oh ne, wir haben definitiv... Was heißt definitiv? Wir haben, glaube ich, nichts, um das Ding zu reparieren. Also es gibt ja einige Charaktere, die haben was dabei am Anfang, dass sie das reparieren können. Beziehungsprogramm, oh, so tödlich. Vergiss es. Was haben wir denn jetzt eigentlich so noch dabei? Torkoordinaten. Eintreiberliste. Broschüre. Aktiver Scanner. Simples Gerät mit nur einem Knopf Zeug finden. Soll ich ihn drücken? Ja, wir sollten das Gebiet jetzt scannen. Mal sehen, was wir da draußen finden. Aber Castillo braucht nur noch zwei Sachen und er ist tot. A-Sampler. Schlüsselstein. Die weiße Pille bringt gerade überhaupt nichts. Wobei ich schon einige Situationen hatte, wo Charaktere dann tatsächlich Kram gekriegt haben wie Psychosen. War sehr lustig. Interessanterweise scheinen die zwei...
Also scheinen zwei dieser drei Felsplaneten eigentlich nur Monde des anderen Planeten zu sein. Also sind es streng genommen Felsmonde. Hoffen wir noch, dass wir da was finden. Aber Castillo hat jetzt auch schon zweimal diesen Mitsurani-Befall. Ich glaube, der würde uns wegsterben. Und wenn wir Pech haben, steckt er noch die Mannschaft an. Also, The Delic Studio West war es ja, glaube ich, dass ihr euch diese Mitsurani habt einfallen lassen. Eigentlich eine super Idee. Plastiklaken. Ich kann in Plastiklaken nicht schlafen. Ach nee, Französisch. Ich kann in Plastiklaken nicht schlafen. Ich sollte mich einfach unter die Navigationskonsole legen. Das wäre da wäre es wärmer. Ich muss ja zugeben, ich kann den Kerl ja sogar irgendwie verstehen in vielerlei Hinsicht, aber... Also ich bin ja selbst so ein total verschrobener Kerl in vielerlei Hinsicht. Naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass dort keine Weltraumratten leben, falls es sowas gibt. Was ich sagen wollte, Benoit ist halt so dieser Klischee-Nerd-Assi. Und ich sag mal, ich bin selbst ja ziemlich verschroben in vielerlei Hinsicht. Ich hab Macken ohne Ende. Aber... ich bin nicht so schlimm. Ach du Heilige, was sind das denn für Windsmonde? Dazu landen wird nicht einfach. Aber erstmal hier hin. Tödlich, na super, wegen hoher Gravitation in unserem kaputten Ding. Und es gibt eine essbare Fleischhölle und natürlich die Silikate sind da. Ach. Versuchen wir erstmal da zu landen. Hoffen wir, dass das klappt. Hohes Risiko. Ach, wieder Blitze. Nein, ich lande auf keinem Ding mit Blitzen. Hier gäbe es auch nur einfach Eisen. Wir müssen aus diesem System auch irgendwie wieder rauskommen. Bitte sag mir, dass es da was Grünes gibt. Ansonsten müssen wir nämlich den Stern, also einen der beiden Sterne anfliegen. Und da exotische Materie tanken. Und das will ich einfach nicht. Na toll. Immerhin harmlos. Wir können Eisen holen und es gibt Ruinen. Komm. Landen wir. Auch wenn Castillo drin sitzt. Ich weiß, der ist schwer verletzt und alles. Aber es ist für uns schlichtweg das am wenigsten... wie soll man sagen? Er ist im Moment der, der am ehesten sowieso drauf geht. Immerhin gibt es eine sehr geringe Gravitation. Das heißt, so halb kaputten Schubdüsen sind nicht so schlimm. Es gibt keine Konvektion. Gemäßigte Temperatur, sehr praktisch. Ich versuche jetzt so langsam wie möglich runterzukommen. Mit so einer Stoßnummer. So, das dürfte hinhauen. Besuch mal. Ach, Maila-Ruin. Was ist das für ein Ort? Das sieht aus wie ein riesiger Baum aus Licht, mit einer Tür an seinem Fuß. Kleine blaue und rote Irrlichter schweben um ihn herum und rufen mich zu sich. Sie flüstern etwas. Maila. Ich weiß, was es bedeutet, und dann, einen Moment später, habe ich es wieder vergessen. Maila. Maila. Die Stimme. Sie ruft mich zu sich. Ja, komm, erkund mal weiter. Jenseits der Tür befindet sich ein Tempel aus Marmor. Dampfende, kristallklare Schwimmbecken überall. Die Luft duftet nach Parfum, das ich sogar durch meinen Anzug hindurch riechen kann. Blaue und rote Irrlichter schweben in der Luft und beobachten mich. Gesichtslose, weiße Gestalten nähern sich mir. Androgyn wie weißer Marmor. Hände ruhen behutsam auf meinen Schultern und führen mich in Richtung eines kleinen Gartens. Eine andere Gestalt versucht mir, meinen Schutzanzug auszuziehen. Das ist jetzt eine richtig üble Entscheidung. Ausziehen oder nicht? Komm, ich riskiere es. Sie nehmen mir den Helm ab. Es ist okay, ich kann atmen. Es scheint kein Sauerstoff zu sein, aber ich kann trotzdem perfekt atmen. Die Gestalten sind noch nicht fertig. Ich glaube, sie wollen mich ausziehen. Ihre Finger sind so kalt. Kalt wie Marmor. Vielleicht heilen sie ihn, ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Weitermachen lassen, ja. Ja, nehmt sie ruhig alle.
Hier ist es so warm. Ich würde glatt einschlafen, wie ein neugeborenes Baby in... Moment, was? Die stummen Gestalten, sie sind noch nicht fertig. Ich verstehe nicht. Ihr habt meinen Raumanzug, ihr habt meine Kleidung. Ich habe sonst nichts mehr, nur meine Haut. Ihr wollt meine Haut? Nein, nicht die Haut abziehen lassen. Das hat eine Verbrennung. Nein, verschwindet, geht weg. Der Turm schmilzt und ich bin wieder auf dem Planeten. Luft, ich kann nicht atmen. Die Atmosphäre schmerzt, das tut weh. Mein Anzug, ich brauche meinen Anzug. Ich muss zurück zum Lander. Ah, Kacke. Also der Kerl ist so gut wie tot. Obwohl, ja stimmt, ich wollte das Eisen holen. Na komm. Vergiss es. Oh, wir haben echt Pech. Manchmal gibt es richtig gute Sachen, die passieren können, aber jetzt... Mann, ich sehe es schon, irgendwann kommen wir nur mit Benoit an, wenn überhaupt. Und es gibt keine Möglichkeit, wir müssen... Ja. Wer hat aus meiner Tasse getrunken? Ich habe euch doch gesagt, das ist meine Tasse. Ja, Sheldon. Ja, ich werde jetzt erstmal das, was wir an Ressourcen noch haben, an Grünen, verwenden, aber es wird nicht reichen. Das heißt, wir werden jetzt auf diesen Stern zufliegen. Da exotische Materie tanken, wenn ich Pech habe, stirbt dann auch schon unser Castillo an Verbrennungen. Oh, ich habe Angst davor. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein und uns in diesem Rahmen so ein bisschen bewegen. Man sieht quasi diesen Strahlungsradius. Sobald wir genug haben, weg. Castillo lebt und unser Schiff ist noch heil im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oh. Was gibt's hier? Ah, oh, besser als nix. Gibt einen Eisplaneten. Hm. Nichts. Wasserstoff und Helium. So weit weg. Drei Asteroidenfelder. Da könnten wir Glück haben und gute Sachen finden. Sonst ein Gasplanet. Weil im Asteroidenfeld müssen wir nicht landen. Das ist praktisch. Machen wir es so. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Oh, es ist wieder irgendwas passiert. Na toll, hat Miri angesteckt. Oh, was ein scheiß Ende für diese Folge. Oh, Mist. Na, ich mache hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Das konstruktive Kritik durch ein Däumchen nach oben da. Eure Meinungen und Befürchtungen könnt ihr alle in den Kommentaren lassen. Ich werde sie lesen. Ich habe Angst. Diese Crew ist sowas von dem Untergang geweiht. Naja, trotzdem bis zum nächsten Mal. Cheerio.